Liebe Beschäftigte, liebe Studierende, das Jahr 2020 liegt nun beinahe hinter uns. Die allermeisten von uns werden sagen, zum Glück. Uns alle eint die Hoffnung, dass 2021 besser wird. Ich möchte es Ihnen heute ersparen, ein weiteres Mal über die Corona-Pandemie zu sprechen und zum Cyberangriff, der die JLU vor einem Jahr mit beispielloser Härte getroffen hat, ist wohl längst alles gesagt. Auch wenn die Folgen uns noch immer beschäftigen. Ob Lehrende, Forschende, Studierende oder Verwaltungsbeschäftigte, die ganze JLU hat sich in diesem Jahr ihre Weihnachtspause mehr denn je verdient. Hoffentlich können Sie alle diese Erholungsphase nutzen, um den Blick auf die Dinge zu richten, die Ihnen persönlich wichtig sind und die Ihnen helfen, angesichts der aktuellen Krisen zuversichtlich zu bleiben. Ich habe nach meiner Wiederwahl vor einigen Tagen von dem Zusammenhalt der JLU-Mitglieder gesprochen, auf den es auch in Zukunft ankommen wird. Mir ist durchaus bewusst, dass das nicht einfach ist. Wir sind viele und wir sind sehr heterogen. Was verbindet einen Studierenden der klassischen Archäologie mit einer Professorin der Medizin? Was einen Gärtner im Botanischen Garten mit einer Lehrbeauftragten in der angewandten Theaterwissenschaft? Und was hat eine Tierpflegerin in der Veterinärmedizin mit einer Lehramtsstudierenden gemeinsam? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht viel, wenn man von der Endung der E-Mail-Adresse mal absieht. Die JLU ist ein Abbild der Gesellschaft. Angesichts der Verfassung, in der sich die ganze Gesellschaft national wie international gerade befindet, kann diese Feststellung Sorge bereiten. Viele Menschen fühlen sich mit ihren ganz individuellen Ängsten und Problemen alleingelassen. Hilflosigkeit führt häufig zu Wut, im Großen wie auch im Kleinen bei uns an der JLU. Die vermeintlich Schuldigen sind dann sehr schnell gefunden. Wieso bekomme ich nicht sofort Unterstützung, wenn ich ein technisches Problem habe? Wie soll ich den Berg an Anfragen bewältigen, wenn wir in unserer Abteilung viel zu dünn besetzt sind? Warum dauert es so lange, bis die Dozentin mir auf die Frage zu meiner Bachelor-Thesis antwortet? Warum nimmt niemand Rücksicht darauf, dass ich neben der Vorbereitung der digitalen Lehre Kleinkinder zu betreuen habe? Warum erkennt scheinbar niemand die Bedeutung meines Forschungsprojekts? Wie sollen wir mit viel zu kleinen Budgets all die großartigen Vorhaben finanzieren? Warum arbeiten meine Studierenden nicht intensiver mit, wo ich doch so viel Mühe in die Vorbereitung meines Seminars gesteckt habe? Warum interessiert es niemanden, dass ich nicht mehr weiß, wie ich mein Studium und meinen Lebensunterhalt finanzieren soll? All diese Fragen sind berechtigt und die Nöte, die dahinter stecken, sind sehr real. Ich bin überzeugt, dass die allermeisten der 35.000 JLU-Mitglieder tagtäglich ihr Bestes geben. Dass es trotzdem hin und wieder hakt, ist angesichts der riesigen Herausforderungen menschlich und nicht zu vermeiden. Die aktuellen Krisen treffen uns alle und den einen Schuldigen oder die eine Schuldige wird es nicht geben. Ich wünsche mir für uns alle, nicht nur an der JLU, sondern auch in der Gesellschaft, dass wir nachsichtiger miteinander umgehen, dass wir Fehler schneller verzeihen und Empathie für die ganz individuellen Probleme der jeweils anderen aufbringen. Auch und gerade dann, wenn die eigenen Sorgen so groß sind. Dass die JLU-Mitglieder dazu in der Lage sind, haben sie alle in den Krisen des letzten Jahres in eindrucksvoller Weise bewiesen. Lassen Sie uns diesen Geist mitnehmen in das neue Jahr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, trotz der widrigen Umstände, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank.